Servus Freunde, willkommen zurück bei Fluchinger Gaming. Wir spielen Forza Horizon 2 auf der Xbox One. Am Ende vom letzten Video habe ich jede Menge Upgrades hier vorgenommen an dem Ferrari. Jetzt wird es Zeit, das PS-Monster auf die Straße zu bringen und in ein paar Rennevents auszuprobieren. Okay, das werde ich jetzt auch tun. Wir gehen hier raus aus der Garage, aus dem Fuhrpark raus. So, Meisterschaftsanmeldung. Was kann ich denn da machen? Meisterschaftsgruppen. Ah, okay, jetzt kann ich neue Events auswählen. Aber ich denke, ich werde erstmal das fahren, was momentan ausgewählt ist. Moment, ich schau mal auf der Map. Hier sind nämlich schon Events markiert. Die hat uns Ben vorgeschlagen im letzten Video. Also, dann werde ich einfach mal das hier machen. Modern Supercars Rundstreckenrennen. Okay. Wenn möglich, bitte wenden. Wir können ja dann später mal... Wow, 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 wow. Wussten Sie, dass Sie bei der freien Fahrt online Fahrspaßlisten-Herausforderungen im Koop-Modus fahren können? Nein, wusste ich nicht. Wenn du einen Driver-Tar auf der Straße siehst, kannst du ihn jederzeit zu einem Duell herausfordern. Fahr von hinten an sein Auto heran und fordere ihn zu einem Rennen heraus. Je stärker die Konkurrenz, desto größer die Belohnungen. Also halte dich an bessere Autos. Okay Leute, wir fahren jetzt mal das hier. Wir können dann später vielleicht die Rennveranstaltungen oder die Rennevents mal durchschalten, mal durchgucken, was man da alles so machen kann. Okay, Veranstaltung beitreten. Ich brauche insgesamt noch 14 Meisterschaften, um am Finale teilzunehmen. So, mal abwarten, was passiert. Okay. Modern Supercars, Rundstreckenrennen, Veranstaltung 1 von 4. Gut. Ich lasse alles eingestellt, wie es war. Achtung, fertig, los. Los geht's. Ich höre immer noch Hospital Records, ein neuer Radiosender, den wir bekommen haben auf der Autofahrt nach Nizza rüber. Okay, steuert sich nicht schlecht, aber schon wieder ein bisschen anders wie noch zuvor. Ich bin momentan 8 von 12, genau wie meine Startposition, Fähigkeitenpunkt. Boah, fuck. Das hat mich jetzt natürlich wieder abgelenkt. Ja, den gebe ich später aus. Wir fahren jetzt erstmal dieses Rennen hier, würde ich sagen. Muss erstmal gucken, dass ich die hier alle überholen kann. Ah, die fahren aber auch nicht schlecht mittlerweile, hey. So, jetzt vielleicht. Aber der Ferrari steuert sich schon besser wie vorher noch, vor den ganzen Upgrades. Okay. Hier reinbremsen. Oh, komm, 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 komm. 6. von 12. Uiuiui. 5. von 12. Und den nächsten überholt. Okay, cool. Gut, hier reinbremsen. Versuchen, Erster zu werden. Okay, hier lang. Insgesamt sind es 3 Runden. Wir sind immer noch in der ersten Runde. Ich bin mittlerweile Dritter. Muss aber aufpassen. Ja, der fährt nämlich auch nicht so schlecht. Wie heißt der? Irgendwas, der Fan-Titan. Vollgas hier durch. Okay, Runde 2. Runterbremsen. Und versuchen, an den vorbeizukommen. Oh Mann. Hat gepasst. Wunderbar. Jetzt versuchen, Vorsprung rauszuarbeiten. Sieht ja ganz gut aus. Wenn ich jetzt keinen großartigen Scheiß baue, müsste das eigentlich klappen mit dem Sieg hier. Obwohl es noch 1,5 Runden sind. Boah. Die Telefonzelle mitgenommen. Nein. Scheiße. Das war schlecht. So, nochmal ein bisschen zurück. Ab hier wieder weitermachen. Jawohl. Reinbremsen und mit Stoff in die Kurve reinfahren. Wunderbar. Passt. Ja, ja, läuft ganz gut. Okay. Oh Mann, 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 oh Mann. Also wenn die Karren ins Schlittern kommen, tut man sich echt schwer, das ganze Ding wieder zu kontrollieren. So, hier runterbremsen, da kann ich jetzt wieder Gas geben. Sieht man ja auch in der Ideallinie, ändert ja die Farbe. Zwischen Brems- und Beschleunigungspunkt. Uah! Aber ich glaube, die haben wieder ein bisschen aufgeholt, oder? Nee, ich habe mich wieder etwas abgesetzt. Der eine war gerade eben ganz knapp wieder dran.
Der Zweitplatzierte, okay, hier reinbremsen. Mit der Handbremse muss ich auch ein bisschen aufpassen. Da kann man auch richtig, richtig ins Schleudern, wenn man damit übertreibt. Ist mir auch schon aufgefallen. Ah, sieht ganz gut aus. Ich habe schon ein bisschen Vorsprung. Gleich kommt die letzte Runde, die finale Runde. Hervorragendes, sauberes Rennen. Da kann man so schön Gas geben hier. Perfekt, Mann. Gut, hier muss ich jetzt wieder bremsen, reinbremsen. Ja, sowas kann schnell mal schief gehen. Oh Mann, was mache ich da gerade, echt? Okay, jetzt muss ich das Rennen heimbringen. Es darf nichts mehr passieren. Aber es sieht eigentlich ganz gut aus. Okay, das war ein bisschen Handbremse mit in der Kurve. Boah, der Radiosender ist schon ziemlich krass. Ich glaube, ich wechsle den nachher wieder. Nach dem Rennen aber erst. Ah, sieht echt gut aus. Also die Upgrades haben definitiv was gebracht, die ich am Ende von der letzten Folge vorgenommen habe. Also, oh mein Gott, was mache ich denn, hey? Das war jetzt die Handbremse. Ah, wunderbar. Sauber reingedriftet. Hier runterbremsen. Also das Geschwindigkeitsgefühl hier bei dem Spiel geht echt richtig ab. Hey, das macht richtig Laune. Sauberes Rennen. Ich glaube, da vorne ist schon das Ziel. Ja, genau. Ich glaube, das war's. Okay, der Zweitplatzierte ist nicht so weit weg, wie ich dachte, aber reicht locker, um zu gewinnen. Vollgas hier durch, mit Topspeed hier durch. Jawohl, Freunde. Gefahren, Kumpel. Aber nicht selbstgefällig werden. Du musst dranbleiben, wenn du der Horizon Champion werden willst. Das will ich, das habe ich vor, okay. Gleich mal fortsetzen. 20 Punkte gab es wieder für den Sieg hier, okay, cool. Schauen wir uns mal die Belohnungen an. Passt. Wow, für dieses saubere Rennen hast du dir einen Bonus verdient. Schön gefahren. Danke dir. Und Level 4, ein neuer Wheelspin und ein Erfahrungspunkt, den ich von vorher noch habe. Nein. Oh man, ganz schön zerstört mein Auto. Ich schaue jetzt mal kurz nach dem Wheelspin und nach dem Erfahrungspunkt, nach dem Fähigkeitenpunkt. Fortschritt 6% bis zum Horizon-Finale. Für einen Preis X drehen. Okay, gut. Den Wheelspin können wir gleich mal einlösen. Was gibt's dafür? Neues Auto wäre mal nicht schlecht. Okay, wieder 20.000 Credits. Auch nicht verkehrt, um Upgrades vorzunehmen an den Autos. Okay, dann schaue ich mal hier rein. Fortschritt, Wheelspin, Boni. Genau, da kann ich jetzt was Neues auswählen. Schauen wir mal. Die Punktzahlen für Ihre Windschattenfähigkeiten werden um 10% erhöht. Verdienen Sie 25% mehr Credits, wenn Sie einen 3-Watt-Tar in einem Duellrennen schlagen. Ihre Punktzahlen für Drift- und E-Drift-Fähigkeit werden um 10% erhöht. Und was kann ich noch auswählen? Für eine saubere Serie und einen sauberen Start werden um 25% erhöht. Nämlich das mal. Bonus freischalten. Damit ändern sich auch gleich wieder die nächsten Fähigkeiten, die ich auswählen kann. In rivalen Veranstaltungen verdienen Sie 10% mehr Credits. Sie erhalten eine doppelt so hohe tägliche Driver-Tar-Belohnung. Der Driver-Tar fährt ja auch, wenn ich nicht spiele, bei den anderen Spielern in ihrem Spiel. Wenn sie König werden. Okay, also das war das. Gut, wir gehen zurück auf die Map. Da haben wir auch ein neues Rennen. Da haben wir neue Fahrspaßlisten. So, dann gehe ich mal hier rüber. Massena Sprint, fahre ich das. Und danach machen wir mal die Herausforderung hier an der Fahrspaßliste. Gut, ich wähle das mal aus. Das liegt ja am nächsten eigentlich, okay. Fahren wir mal darüber. Mal sehen, was da kommt. In 200 Metern nach rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Achso, andere Radiosender. Oh, Radio aus. Nach links abbiegen. Pulse. Horizon Bass Arena. Lass mal den mal drin. Sie haben Ihr Ziel erreicht. So, an der Veranstaltung teilnehmen, okay.
So, beendete Veranstaltungen unter den ersten drei. Erster Platz. Also das war nur eine Statistik. Das war jetzt nicht die Anforderung, die ich brauche. Modern Supercars bei Nacht und bei Regenwetter. Das wird natürlich schon schwieriger, das Auto da durchzusteuern jetzt. Da kommt man recht schnell ins Schlittern. Ja. Wir haben die Straßen gesperrt. Du kannst also ohne Verkehr fahren. Achte auf die Karte, um die Strecke im Auge zu behalten und wähle die günstigste Fahrlinie. Okay, mach ich, Ben. Achtung, fertig und los geht's. Mal sehen, wie ich mich jetzt da schlage. Bei Regen und bei Dunkelheit. Sauberer Start. Aber da sind die anderen Fahrer auch nicht so überwiegend, so übermäßig stark. Aber es sieht auf jeden Fall echt geil aus, wie das glänzt, ey. Wie das abgeht, das Spiel. Unfassbar. So, da vorne ist der erste Kontrollpunkt. Ich bin momentan 5. von 12. Hier reinbremsen, vorsichtig ums Eck rum. Passt, jetzt bin ich 2. sogar. Der Ten Titan heißt der. Ach, gegen den bin ich vorhin schon mal gefahren. Boah! Aufpassen, Mann, in der Kurve kommen die Autos recht schnell ins Schlittern bei den Straßen- und Wetterbedingungen. So, hier rumfahren. Reinbremsen, passt. Um die Kurve driften. So, 50% vom Rennen gleich absolviert. Oh, das war scheiße. Großartige Fähigkeitenkette, aber ich habe trotzdem noch ein bisschen Vorsprung. Boah. Ich verliere gerade die Kontrolle bei den regennassen Straßen. Aber geht echt ab, Leute. Auch wenn man manchmal den Eindruck hat, man verliert die Kontrolle über das Fahrzeug. Gerade bei solchen Straßenverhältnissen. Boah, was geht mit der Ideallinie? So, reindriften. Oh, nee. Boah, aber schaut euch mal an, wie geil das aussieht. Das regennasse Auto. Naja, beschissen gefahren gerade eben. 80%. Ich muss den Sieg nach Hause bringen. Komm, komm, komm. Vielleicht stelle ich später mal noch die Driver-Tar-Schwierigkeit etwas höher ein. Weil ich gewinne ja gerade eigentlich alles. Jedes Rennen. Ziellinie. Schön gefahren, Kumpel. Danke dir. Langsam richtig einen Namen. Ich weiß. Okay, können wir gleich fortsetzen. Schauen wir mal kurz in die Wiederholung rein. Sieht bestimmt auch sehr gut aus. Schauen wir mal, ob es da auch verschiedene Kameraperspektiven gibt, ob die automatisch wechseln. Oder ob das bei der Heckansicht bleibt. Spielkameras autonah. Schon nach der ersten Kurve ziemlich zerstört das Fahrzeug. Auto fern. Okay. Autonah und erweitert. Rad. Ja, okay, lass mal das. In Autotune verbrachte Zeit 18 Minuten und 35 Sekunden. So, erster gibt wie immer 20 Punkte. Okay, gleich mal fortsetzen. Und es gibt einen Erfolg. Regenmeister. Jawohl, Mann. Regenmeister, ja, so heißt er. Okay, auch gleich mal fortsetzen. Es gibt wieder einiges an Erfahrungspunkte. Okay. Jetzt könnte ich wieder ein Rivalenrennen starten, aber das mache ich nicht. Ich spiele jetzt überwiegend mal die Story weiter. Okay, ich denke, jetzt können wir mal zu der Fahrspaßliste rübergehen. Moment, ich wähle mir das mal kurz auf der Map aus. Das war hier. McLaren P1, Schwierigkeitsgrad Mittel. Okay, mal sehen, was ich dafür tun muss. Erstmal wenden. So, düsen wir rüber. 100 Meter.
1,5 Kilometer bis zum Ziel. Hier links rüber. Durch den Kreisverkehr durch. Es regnet ja immer noch. Mann, oh Mann, oh Mann. Das macht die ganze Sache nicht gerade leichter. Gefahrene Straßen 48 von 315. Okay, hier hart nach links. In 400 Metern nach rechts abbiegen. Muss ich nicht. Wir sind gleich da. Großartiger E-Drift. Was treffe. So, da vorne ist der Zielort. Die nächste Fahrspaßliste, die wir uns vornehmen. Okay, gleich mal X drücken, damit es losgeht. Fahren Sie in einem McLaren P1 aufs Land. Okay. Fahren Sie ein Rennen zum Zielort. Okay, es geht schon los. Ziel 1:30. Wie weit ist das? 5,8 Kilometer. Boah. Seitenstreifer gibt 1000 Punkte. Muss ich mich ganz schön beeilen. Mal sehen, ob ich das überhaupt schaffe. Vielleicht gibt es da auch mehrere Zielbedingungen. Boah, krass. Das ist mal ein richtiges PS-Monster. Leck mich am Arsch, wie die Karre abgeht. Verdammt schnell. Boah, Wahnsinn, hey. Krass, wie der Heckspoiler hochgeht beim Bremsen. Draufgänger. Okay, noch 30 Sekunden Zeit, 2,4 Kilometer noch. Ich muss hier versuchen, mit Vollspeed durchzukommen. Aber das geht eigentlich auf der Strecke ganz gut. Boah, wie krass, wie schnell das ist, hey. Komm, 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 komm. Verbleibende Zeit, noch 7 Sekunden. Boah, ich schaff's nicht. Boah, boah, nein. Scheiße, was tue ich, ey? Okay, ich versuch's nochmal. Weil ich den Start verpennt habe, da lief die Zeit schon und ich bin immer noch gestanden. Okay, das wird schon funktionieren. Ich muss halt gerade da am Schluss halt noch ein bisschen aufpassen. Ein bisschen mehr bremsen. Sonst, wenn ich in die Wand reinschlitter, verliere ich auch wieder Zeit. Okay, komm. Los geht's. Fahren Sie ein Rennen zum Zielort. Okay. Da muss man schon alles geben bei 1 Sekunde 30. Da hat man nicht viel Zeit. Gut, jetzt einfach nur geradeaus, okay? Muss mich da auch ein bisschen auf der Minimap orientieren. Okay. Alles klar, Mann. Boah, fuck! Route wird neu berechnet. Ja, genau. Wenn möglich, bitte wenden. Ja, jetzt bin ich wieder richtig. Okay, hier jetzt voll Stoff durch. So passt es eigentlich. Immer mit dem Bleifuß hier durchfahren. Wow, scheiße. Das ging zu schnell. Wie viel Zeit habe ich noch? 1:05 haben wir gerade. Und noch einen Kilometer zu fahren. Ich glaube, jetzt klappt's. Wenn ich hier nicht zu viel Scheiß baue, jetzt am Schluss. Oh, nee. Gerade sage ich's noch. Komm, 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 komm. Noch 5, 6, 7 Sekunden. Oh, Mann, komm. Jetzt muss es klappen. Boah, schnell, 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 schnell. Boah, gerade noch geschafft, hey. Wahnsinn. Es war nicht mehr viel Zeit übrig. Sie haben den Zielort erreicht. Okay, fortsetzen. Gut. Damit hat man die nächste Fahrspaßliste abgeschlossen. Cool. Und ein neues Level erreicht. Einen neuen Wheelspin freigeschaltet. Okay, ich denke, das war's für dieses Video, Freunde. Im nächsten Video machen wir dann mit dem Turnier weiter. Mit dem dritten Rennen von insgesamt 4.
warte nur noch kurz ab, bis es geladen hat. Ja, komm, heute noch. Oh Mann, lädt ja ewig. Da sieht man es, 2 von 30, Fahrspaßliste abgeschlossen. So, wir nehmen hier noch den Wheelspin mit in dem Video. Und was gibt's diesmal? 9000 Credits, okay. Dann sage ich danke fürs Reinschauen, Freunde. Wir sehen uns im nächsten Video zu Forza Horizon 2. Macht's gut, bis dann. Ciao.